Hallo, guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde von Lernders Lieblingen. Heute habe ich ein sehr besonderes Buch ausgewählt, weil dieses Buch gab es schon mal in meiner Jugend und damals hieß es Heimatlos. Das ist natürlich ein sehr trauriger Titel und deshalb hat der Verlag wahrscheinlich auch gedacht, das könnte man ein bisschen anders nennen. Und das finde ich jetzt eine sehr schöne neue Idee, nämlich dieses Werk nie mehr allein zu nennen. Hector Malot ist der Autor und er hat also 1868, glaube ich, hat er den Auftrag gekriegt, eine Reise durch Frankreich für Kinder zu schreiben, also eigentlich ein Sachbuch. Das ist es auch. Und wenn man das Buch aufschlägt, dann sieht man das auch gleich, denn auf den Innenblättern hier ist eine Landkarte verzeichnet und da kann man ganz genau sehen, wie Remy, unser Held, hier bis nach Paris gereist ist. Aber wie das dazu kam, dass er diese Reise unternahm, beziehungsweise wie man damals für Kinder in höchst spannender und aufregender Weise ein Sachbuch gestaltet hat, dafür ist das Buch ein wunderbares Beispiel. Denn es geht darum, dass Remy, ein kleiner Junge, ja, leider die Botschaft bekommt, dass seine Mutter, seine geliebte Mama, nicht seine wirkliche Mama ist, sondern dass er ein Findelkind ist und nun zurück soll zu seinen richtigen Eltern und genau dafür muss er diese Reise machen. Wobei, genau genommen, wird er verkauft von seinem Stiefvater. Das heißt, es ist auch ein sehr spannender Krimi, der hier stattfindet. Und wie das dann aussieht von der Innenausstattung, das wollte ich einfach gerne mal zeigen, weil das ist so ein richtig kostbares Geschenk. Es ist ein Sachbuch, wie ich schon sagte, es ist ein spannender Abenteuerroman und es ist eine Reise durch die Kunstgeschichte. Das berühmte Mohnblumenfeld gibt es ja nicht nur von den klassischen französischen Malern, sondern das gibt es auch noch von ganz vielen anderen Künstlern. Wir haben kürzlich eine Ausstellung gesehen, da war es ein norwegischer Künstler, der Edvard Munch hat auch eine wunderbare Mohnblumenfeldlandschaft gemalt. Und hier sieht man, wie diese Mama ihr Kind glücklich in die Luft wirft, da ist alles noch in Ordnung. Aber Remy ist ein eigentlich glückliches Kind, denn relativ schnell hat er das Glück, dass er begleitet wird von einer klitzekleinen Gauklertruppe und dazu gehören Hunde und eben ein kleines Äffchen und ein jetzt wirklich ganz wunderbarer Pflegevater, der ein echter Vater für ihn wird, jedenfalls das, was man sich unter einem Vater wünscht. Ja, und solange er mit ihm zusammen ist, ist die Welt wirklich wunderbar in Ordnung. Und eins meiner Lieblingsbilder ist ein Bild von Herrn Elsheimer. Das ist viele hundert Jahre alt. Und hier wurde es von Charlotte de Menthon sozusagen neu zitiert, nämlich dieser unendliche Sternenhimmel. Ja, und genau darum geht es in diesem Buch. Das verspricht nie mehr allein. Denn dieser kleine Remy wird unterwiesen von seinem pflegenden Freund, diesem Vater, wie man selber dafür sorgen kann, nie allein zu sein. Das heißt, er bringt ihm das Lesen bei, er bringt ihm das Musikmachen bei und er vermittelt ihm die Schönheit der Natur. Und dann kann einem eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja doch, also es passieren tausend Abenteuer, aber Remy ist eine kleine, sehr in sich gefestigte Person, der auch die schwierigsten Hindernisse überwindet. Und ja, eigentlich ist es ein ideales Wintervorlesebuch, denn es wird einem sehr warm ums Herz, wenn man darin liest. Und ganz besonders schön ist es natürlich, wenn man das von geliebten Erwachsenen vorgelesen bekommt, beziehungsweise gemeinsam darin liest. Das sollte man schon tun mit Kindern, weil die Sprache ist zwar ein bisschen modernisiert, aber nur so, dass es das alles nicht verfremdet. Es ist eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert und das merkt man schon. Aber genau das ist so kostbar. Denn Kinder sollen ja wirklich Sprache lernen. Das heißt Wörter, Sätze, Nebensätze, Linien, Stränge,
in denen sich eine Geschichte entwickelt und genau das passiert hier. Bis zum glücklichen, wirklichen Zuhause sein. In sich selbst und dann mit all dem, was uns als gesellschaftliche Wesen ausmacht. Nie mehr allein ist man damit.